Du bist auf Sendung. Mittwoch, 18. Februar 2015, 16.39 Uhr. Pete Johnson schreibt: Die können sofort eingesperrt. Ich glaube, ich spinne. Wenn man im Flugzeug nur das Wort Bombe erwähnt, wird man als Terrorist behandelt. Und dann sowas. Vaporetto schreibt: Über guten Geschmack kann man streiten, nicht aber über Anstand und Kultur. ASK Linz schreibt: Verlag zusperren, alle beteiligten Mitarbeiter öffentlich erschießen. Das ist meine, aber nicht satirisch gemeinte Meinung. Der Wolf schreibt: Geht es noch blöder? Grimasi schreibt: Den Verlag sofort zusperren und anklagen. Triole schreibt: Kann man diesen Verlag den Grünen zuordnen? Würde passen. VVSOP schreibt: ASK Linz, 16.44 Uhr. Was genau unterscheidet Sie persönlich dann von den Pariser Terroristen? Rani Maus schreibt: Na, sind die bescheuert? Gibt's was Blöderes? Die Firmenleitung sollte man gleich verhaften und einsperren. Bei den Mitarbeitern bin ich mir nicht sicher, da ich nicht weiß, ob die das Zeug auch lesen, wenn sie es drucken. Taco schreibt: Im Augenblick aber natürlich nicht zeitgemäß. Ich glaube, ich spinne. Sowas ist zu keiner Zeit zeitgemäß. Weder witzig noch sonst wie verständlich. Naja, man muss ja nur auf die Website dieses Verlags gehen, um zu wissen, welch Geisteskind die sind. Da stecken hoffentlich keine Fördergelder drin, obwohl ich dort eigentlich nichts anderes erwarte, befürchte. Sterndeuter schreibt: Geht's noch blöder? Zuckzuck schreibt: Lange steht diese Welt nicht mehr. Die Volksverblödung nimmt ein Ausmaß an, dass einem die Worte fehlen. Aber es stellt sich die Frage, ob hier nicht eine gerichtliche Vorgangsweise möglich wäre. Auslandstiroler schreibt: Das hat nichts. Warte, mach doch mal dunkel und wieder hell. Auslandstiroler schreibt: Das hat nichts mehr mit Satire zu tun. Nach dem Tsunami hat man das Lied Die perfekte Welle lange nicht mehr gespielt. Ein gewisses Mindestmaß an Takt sollte dieser Verlag auch zeigen. Normal. Josvi schreibt: Ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Denn mit Freiheit der Kunst hat das wohl nichts zu tun. Centerline schreibt: Da gibt es einen und 10 Jahre für Anstiftung zu einer Tat. Politics schreibt: Mediengeile selbsternannte Kreative, die mit wirklichem satirischen Humor keine Aufmerksamkeit finden konnten wegen Talentlosigkeit. Jolly 1524 schreibt: Sind die noch zu retten? Ansicht schreibt: Pardon, aber beim Lesen dieses Artikels kommt blankes Entsetzen und Zorn in mir auf. Also pietätloser. Nach diesen unfassbar hinterhältigen Anschlägen weltweit geht's ja nicht mehr. Kann der Verfasser nicht belangt werden? Rechtlich? Hier ist der gute Geschmack mehr als verletzt worden. Das ist eine Sauerei und eine Geschmacklosigkeit sondergleichen. Pfui, mir graus. Dem das eingefallen ist, hat vielleicht auch Kinder, Freunde, Verwandte, die potenzielle Opfer sein könnten. Nochmals, pfui! Simon 87 schreibt: Habe jetzt meinen Beitrag dazu geleistet, indem ich auf der Facebook-Seite des Verleges gepostet habe, ob's nicht ein bisschen wo angrenzt sind. Wird sicher eh gelöscht, aber mit sowas ist nicht zu spaßen. Und die Aussage, im Augenblick nicht zeitgemäß, ist ja auch eine Frechheit. PE1W1 schreibt: Was sind denn das für kranke Menschen, der Sache nachgehen und sofort aus Österreich rausschmeißen? Manfred 09 schreibt: Tja, und uns kleinen Bürger will man wegen Hetze im kleinen Kreis schon verfolgen, verurteilen und abzocken. Charlie schreibt:
Ein Schlag ins Gesicht für alle Terroropfern und deren Angehörigen. Falls wirklich etwas passiert, den Verlag sofort zur Verantwortung ziehen. Klammer, Knast und finanzieller Schadenersatz. Von Österreicher 321. Ich will das Österreich meiner Kindheit und Jugend. Das Österreich, das meine Eltern und Großeltern nach dem Krieg aufgebaut haben, wieder zurück. Ihr Politiker habt es mir genommen. Ich hoffe, ihr müsst dafür einmal gerade stehen. The Virginian schreibt: Dieser Verlag sollte sich umtaufen lassen. Vom Holzbaum auf Holzkopf. Denn solch einer muss auf jeden der Schultern dieser Mitarbeiter sitzen. Triole schreibt: Einfach auf die Verlagsseite schauen. Clemens Ettenauer Verlagsleiter. Nach diversen begonnenen Studien. Mani 1964 schreibt: Fehlt noch, dass die subventioniert werden. Österreicher 321 schreibt: Hab mir den Verlag gerade angesehen. Ohne Worte. Die Verantwortlichen sofort verhaften. So geht's nicht. Regioli schreibt: Wahnsinn! Am schlimmsten finde ich das mit dem AKH. Was ist, wenn das dann jemand wirklich macht? Ich kann dem wirklich nichts abgewinnen. Das hat nichts mehr mit Satire oder Humor zu tun. Das ist nur noch skandalös. Gregor kritisch schreibt: Was heißt nicht zeitgemäß? Das Buch gehört sofort eingestampft und der Herausgeber eingesperrt. Der weiß ja nicht einmal, was er da für einen Unsinn produziert. Bei uns brauchen Strafen immer so lange, bis etwas passiert. Seppelhuber 0815 schreibt: Jetzt müsst ihr alle brav die Seite besuchen und die haben ihr Ziel erreicht und kassieren ab. Station 1 schreibt: Na, sehr lustig. 1BOFH2 schreibt: Karamba! Die Bundesregierung reagiert wie immer, nämlich gar nicht. Ansicht schreibt: Unsere Posts sind Ehren, aber dieser Skandal muss von oberster Stelle bereinigt werden. Das darf einfach nicht durchgehen. Das geht entschieden zu weit. Kaff Honda schreibt: Möchte gerne wissen, auf welcher politischen Seite diese Holbirnen stehen. Ist aber nicht schwer zu erraten, sonst hätten wir schon einen Aufstand. Letzter Mohikaner schreibt: Die Idioten provozieren so lange, bis es wirklich kracht. Der Innsbrucker schreibt: Wahrscheinlich wurde der Reiseführer auch noch mit Fördergeldern der EU und des österreichischen Kultusministeriums subventioniert. Wetten?